Wattenscheid im schönen Nordrhein-Westfalen. Und herzlich willkommen auf der Orca NRW-Bühne beim University Future Festival 2024. Wie ihr da draußen hört, sind auch schon einige Menschen trotz der frühen Stunde, es ist kurz nach 9 Uhr, hier nach Bochum-Wattenscheid gekommen. Wir freuen uns also sehr, auch dieses Jahr wieder beim renommierten UFF-Festival als Ausrichter dabei sein zu dürfen. Und begrüßen ganz herzlich alle Gäste hier, die tatsächlich da sind. Der Applaus wurde jetzt nicht vom Band eingespielt. Es sind tatsächlich Menschen hier in einer wunderschönen Location der alten Lohnhalle. Und natürlich begrüßen wir alle, die sich jetzt aus dem Internet zugeschaltet haben. Ich bin Markus Daimann, ich leite die Geschäftsstelle von Orca NRW und darf Sie heute durch diesen pickepackevollen Tag führen. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, im vergangenen Jahr hat auch Orca NRW eine Bühne ausgerichtet, damals auf dem Gelände des alten O-Werks in Bochum, dort wo früher der Opel gebaut wurde. Und auch dieses Jahr freuen wir uns sehr, wieder eine historische Location präsentieren zu dürfen, die alte Lohnhalle in Bochum-Wattenscheid. Aber was hat es damit hier auf sich? An dem Bergmann hier oben über mir sieht man vielleicht noch kurz, was hier früher passiert ist. Dass es nämlich mit der Historie des Ruhrgebiets zu tun hat und den meisten Teilnehmenden wird auch sicher beim Gang hier auf das Festivalgelände aufgefallen sein, die Zeche Holland, ein sehr markanter Turm, der von 1873 an aus verschiedenen Schächten die Steinkohle gefördert wurde. In der Hochphase dann, Ende der 1960er Jahre, arbeiteten hier gut 3000 Bergleute allein auf der Zeche Holland. Und die Lohnhalle war genau das, was der Name sagt. Also hier ging es ums Geld. Das war der Ort, an dem die Bergleute früher nach getaner harter Arbeit unter Tage ihre Lohntüten entgegengenommen haben. Wir freuen uns also sehr, an diesem historischen Ort nun nach vorne zu gucken. Kohle ist vorbei. Heute geht es um die Zukunft der Hochschulbildung. Und dazu haben wir auch ein sehr volles und straffes Programm. Insgesamt halten Sie sich fest, 11 Stunden Programm hier auf und neben der Bühne. 11 Stunden, aber heißt es nicht, es geht nur bis 17.30 Uhr, kann ich jetzt nicht mehr rechnen, wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen denken. Ja, das ist beim UFF in der Regel auch so, aber nicht heute. Denn wir haben nach dem offiziellen Bühnenprogramm, das um 17.30 Uhr endet, noch eine Abendveranstaltung bei hoffentlich schönem Wetter. Draußen wird der Grill angeworfen. Es gibt Barbecue und alkoholhaltige und alkoholfreie Kaltgetränke, zu dem alle herzlich eingeladen sind, hier noch mit uns auf diesem schönen Gelände zu verweilen. Aber wir haben noch einen Highlight, einen absoluten Stargast gewinnen können, der ab 19 Uhr hier sein wird, niemand Geringeres als Professor Dr. Norbert Lammert. Wir freuen uns sehr, ihn als ehemaligen Bundestagspräsidenten und Elder Statesman gewinnen zu dürfen, der auch eine Bochum-Vergangenheit hat. Er hat an der Ruhr-Universität Bochum, an der auch Orca angesiedelt ist, studiert und kommt auch gebürtig aus Bochum. Das heißt, für ihn ist es ein Heimspiel. Und er sagt, Deutschland muss nachhaltige Antworten auf globale Herausforderungen finden. Unsere Hochschulen, an denen Bildung und Forschung Hand in Hand gehen, spielen eine zentrale Rolle hierbei und damit auch für Bildung unserer Demokratie. Was er damit genau meint, wird er in seinem Impuls zu Bildung und Demokratie erklären und danach auch Ihre Fragen hier vor Ort beantworten. Also lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, direkt mit Norbert Lammert ins Gespräch zu kommen. Aber nicht nur Norbert Lammert wird kommen, sondern wir haben weitere sehr hochkarätige Speaker anwesend. Zum Teil schon anwesend oder kommen noch im Laufe des Tages. Insgesamt begrüßen wir fast 20 Beitragende auf dieser Bühne. Und ich darf versprechen, heute werden unterschiedliche Perspektiven zu verschiedenen relevanten Themen der Hochschulbildung präsentiert. Und bevor wir schon von dem einen oder anderen einen kleinen Vorgeschmack jetzt hier gleich auf der Bühne bekommen, darf ich Ihnen noch ein paar organisatorische Hinweise mit auf den Weg geben. Eine nicht zu unterschätzende Frage, gibt es was zu essen? Antwort, ja. Zu trinken, die einen oder anderen haben ja schon Kaffee,
gibt es natürlich auch was. Und es wird ein warmes Mittagessen und kalte Getränke geben in der sogenannten Schwarzkaue. Ich glaube, die haben die eine oder andere von Ihnen schon gesehen. Wenn nicht, dann müssen Sie hier lang gehen. Da gibt es Kaffee, später auch Essen. Und ab 17.30 Uhr gibt es dann nochmal was zu essen, ein gemütliches Get-Together im Hof, also hier außerhalb dieser Lohnhalle. Und fürs leibliche Wohl wird dann eben auch gesorgt sein, der Grill wird dann angeworfen. Wenn Sie Fragen haben zu Organisation, zu Inhalt oder was auch immer, sprechen Sie uns, die Kolleginnen und Kollegen von Orca NRW, an. Die erkennen Sie an diesem kleinen, also über dem Namensschild hier, diesen kleinen Pin, wo Orca draufsteht, da einfach die Menschen ansprechen. Wir sind für Sie da, verteilt hier auch auf der ganzen Fläche. Und schauen Sie auch gerne vorbei im Foyer, oder auch da lang, wo die Anmeldung ist, wenn Sie zum Beispiel ein Souvenir am Tag mitnehmen wollen. Den Kollegen Simon Schnittger und Tobias Schäder, den viele vielleicht noch aus dem letzten Jahr kennen, haben etwas ganz Besonderes mitgebracht, ein 3D-Drucker. Da können Sie dann auch gerne mal versuchen, das UFF-Logo auszudrucken oder was auch immer Sie möchten. Im Foyer besteht dann auch die Möglichkeit, selbst ein Legevideo zu erstellen. Am Mittag haben wir bereits die Hauptbühne, ein interessantes Meetup zum Thema Future Skills in der Hochschule. Also neben dem offiziellen Programm hier gibt es noch begleitendes Festivalprogramm wie dieses Meetup zum Thema Future Skills in der Hochschullehre. Sarah Zurek von der Evangelischen Hochschule lädt um 10.20 Uhr zum Austausch in dem Seminarraum Zeche Holland ein. Also langweilig wird es heute definitiv nicht. Und bevor es nun gleich wirklich losgeht, nochmal eine Bitte für den reibungslosen Ablauf heute. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle den Weg gefunden habt und da werden sicherlich noch einige mehr dazu kommen. Für alle hier vor Ort in der alten Lohnhalle, wenn ihr später was beitragen wollt, eine Frage habt, einen Kommentar habt zu einem der Vortragenden, einfach die Hand heben, dann wird unsere Kollegin mit einem Mikro zu euch kommen und es aufnehmen. Der geschätzte Kollege Daniel, der jetzt ganz am anderen Ende von mir steht, wird den Chat mit beachten. Das heißt, wir streamen ja alles. Das ist ja Digital First. Wenn jemand aus dem Chat eine Frage hat, versuchen wir die auch aufzunehmen oder darauf zu reagieren. Genau, das heißt, wir freuen uns eben sehr auf die ganzen Speakerinnen und Speaker und möchten nun gerne schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was nun inhaltlich alles auf euch zukommt. Und als erstes, er ist schon da, der Marco Winska, er ist Vizepräsident, oh, sehr schwungvoll, wir haben eigentlich hier eine Treppe. Ja, sehr gut, also begrüßt bitte mit mir Professor Dr. Marco Winska von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Genau, das Mikro hast du dir auch genommen, perfekt. Dankeschön. Genau, also Vizepräsident für Studium, Lehre und Digitalisierung der Hochschule Rhein-Sieg. Und als Warm-up erstmal vielen Dank, Marco, dass du schon so früh hierher den Weg gefunden hast. Wie geht es dir und wie war die Anfahrt? Anfahrt war problemlos, es gab Kaffee, also ich bin hier gut angekommen. Und ich freue mich immer, solche alten Gebäude zu sehen. Also diese Industriekultur, ich bin ja Ingenieur, das liegt mir sehr nah. Also wirklich eine tolle Location. Wer nicht hier ist, der verpasst was. Was macht... Das machen wir inhaltlich. Was macht dieses Festival? Du warst ja auch schon öfter dabei, ich glaube letztes Jahr oder davor auch in Berlin. Was macht es in deinen Augen so besonders, das UFF? Also für mich ist es immer zweierlei. Zum einen eine Quelle für ganz viele Ideen. Man muss ja immer gucken, was macht man selber an Sachen, die man ausprobieren kann. Da kann man gar nicht so viel machen. Aber man kann auch ganz viel von anderen Leuten lernen. Und da ist University Future Festival immer eine ganz tolle Sache, wo Dinge zusammenkommen, wo ich auch sehr viel kennengelernt habe, was wir heute auch umsetzen. Als ein Beispiel, was ich sofort Konferenz mitgenommen habe, ist TAP, Teaching Analysis Poll, habe ich mal auf einer Konferenz gehört. Ich weiß nicht, ob es das UFF war und gedacht, das müssen wir machen. Hat ein bisschen gedauert. Machen wir jetzt an der Hochschule, ist super Sache. Das sind so Ideen, die kriegt man nur auf solchen Veranstaltungen. Das ist für mich eine ganz tolle Inspiration. Und der zweite wesentliche Punkt ist Menschentreffen. Also wir sind schon so eine Community von Personen, die in der Hochschuldidaktik, Hochschulmanagement, auch engagierte Lehrende
Und ja, die trifft man regelmäßig auf diesen Konferenzen. Und es ist immer wieder schön, da auch persönlich sich zu vernetzen, auch da nochmal persönliche Infos zu bekommen, Projekte anzustarten, auch mal einen Speaker zu haben für so einen Tag der Lehre. Also das ist auch eine sehr gute Funktion von so einem Festival. Und das klappt, glaube ich, auch mit der Online-Version recht gut. Also diese Mischung aus vor Ort und online ist da, glaube ich, schon eine sehr gute Möglichkeit, ja, an vielen Sachen teilzunehmen, aber auch mal persönlich Leute zu treffen oder im Chat dort Kontakte zu haben. Ich hatte schon erwähnt, dass es heute auch politisch wird. Wir erwarten später noch Norbert Lammert, aber davor auch, wir beide werden einen sogenannten politischen Nachmittag moderieren. Worauf dürfen sich die Besucher und Zuschauer dann freuen? Ja, auch vielleicht auch schöne Ideen. Also wir haben ja überlegt, was sind eigentlich so die Sachen, die wichtig sind für die Hochschullehre? Und das sind zum einen inspirierende Ideen, dass man Impulse hat, dass Lehrende Ideen haben, was man macht. Aber man braucht auch eine Grundlage dafür, man braucht eine Infrastruktur. Und das ist eine Sache, wo ich im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass manche Ideen kommen, aber dann auch wieder verschwinden, weil die Infrastruktur fehlt oder weil die Infrastruktur wegbröckelt. Und deswegen haben wir gesagt, das gucken wir uns mal an, das diskutieren wir mal. Und haben uns mal so auf drei Dinge fokussiert. Das eine ist IT, Softwareprogramme, auf denen was implementiert wird. Das zweite sind Inhalte, also wie bleiben Inhalte erhalten, Stichwort OER. Und das dritte ist Gebäude, also wie kriege ich auch gerade nach Corona eigentlich eine Präsenz wieder gut in der Kombination zu den Online-Angeboten. Was muss man da machen, wie muss eine Hochschule aussehen als Gebäude auch, damit sie im 21. Jahrhundert weiter die Rolle hat, damit sie weiter Menschen zusammenbringt. Das sind so drei wichtige, gibt auch andere, aber das waren so die drei Highlights, wo wir gesagt haben, da sprechen wir mal drüber und ich hoffe mir da, ja, schönen Austausch, schöne Gespräche, wir haben tolle Gäste, wird ein toller Programmpunkt. Dankeschön. Und noch zuletzt, du hast ja schon einiges dazu gesagt, aber vielleicht kannst du nochmal ein Highlight setzen, also worauf freust du dich heute in besonderem Maße? Ich weiß, dass ich schon viel mit dem ganzen Programm, 11 Stunden, Lammert und Talkrunde. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf? Also ganz ehrlich, ich bin immer wieder überrascht. Also ich bin ja auch so auf Konferenzen öfter unterwegs und dann denkt man, ach okay, in dem Block habe ich jetzt gar nichts gefunden. Ach, geh mal da vorne irgendwie rein und sitze schön gemütlich. Und dann sind da so ganz tolle Ideen, wo du denkst, da wäre ich gar nicht reingegangen. Von daher finde ich solche Festivals auch deswegen schön, weil man einfach mal Sachen hört, die man gar nicht aktiv gesucht hat. Und das empfehle ich auch allen, auch wenn man jetzt gerade online da ist und sagt, ach ja, bei dem Slot, da mache ich meine E-Mails. Versuchen Sie mal, das nicht zu machen. Versuchen Sie mal zu sagen, okay, ich habe mir jetzt den Tag freigenommen und guck mir das mal an. Ja, ganz oft sind Sachen dabei, wo man denkt, stimmt, da habe ich einen Anknüpfungspunkt zu dem, was ich sonst so mache. Und das bringt mich weiter. Das hat bei mir einen Denkprozess ausgelöst. Da habe ich eine kleine Idee gehabt, aber dafür hat sich das gelohnt. Super, vielen Dank. Also ein Plädoyer für zufällige Begegnungen, sich überraschen lassen. Das ist genau so. Vielen Dank, Marco. Prima. Wir sehen uns später beim Auf politischen Nachmittag. Super, danke. So, ich habe vorhin vergessen, ein paar Folien noch zu zeigen. Das würde ich jetzt gleich nochmal nachholen. Also hier sehen wir nochmal den markanten Turm Zeche Holland. Hier auch nochmal. Und hier befinden wir uns jetzt für alle, die uns auch draußen verfolgen. Das war also der Marco Winsker und wir haben auch noch weitere Gäste, die auch jetzt schon da sind und da freue ich mich jetzt als Zweite begrüßen zu dürfen, die Anne Mainz, die ist auch schon da, du kannst auch gerne hier die Treppe nehmen. Begrüßen Sie also mit mir die liebe Kollegin, genau, nimmt ihr das Mikro, Anne Mainz vom Projekt DIM Ruhr und willkommen, Anne, herzlich willkommen. Danke sehr. Und du wirst ja gleich, ich glaube, es ist nicht mal eine halbe Stunde, das Projekt DIM Ruhr, ne, was wir so einen typischen Akronym hat, ne, für so Projekte, vorstellen. Ich selbst war ja auch beim Kick-Off-Event dieses Projekt, oder unseres Projekt, muss ich ja sagen, bei Orca NRW, wir freuen uns, ist auch dabei. Und wir befinden uns jetzt bei diesem Projekt am Anfang der Praxisphase. Aber vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen, was ist DIM Ruhr eigentlich? DIM Ruhr ist ein Projekt, das sich mit Datenkompetenzen beschäftigt, ganz konkret, und diese eben im Gesundheitswesen etablieren möchte.
weil wir da eine ganz große Lücke momentan sehen und uns eben dieser Lücke annehmen wollen. Und das ist kurz gesagt im Ruhe. Super, vielen Dank. Aber ich muss jetzt doch nochmal nachfragen. Und ich weiß, du hast ja auch gleich den Vortrag und willst ja nicht, dass die Leute danach, wie der Marco gesagt hat, ihre E-Mails machen, sondern willst ja, dass sie zuhören. Aber vielleicht kannst du einen ganz kleinen Vorgeschmack geben. Was erwartet uns gleich bei dem Vortrag? Wir haben uns heute dafür entschieden, auch ein bisschen mehr auf die Patientinnenperspektive einzugehen, weil wir gesagt haben, heute sind wahrscheinlich die meisten da, die auch selber Patientinnen sind, und geben so einen kleinen Service-Hinweis, auch was in den nächsten Jahren mit unser aller Daten passieren wird. Und das ist vielleicht eine Idee, gleich zuzuhören, um mal zu schauen, was passiert so in der Zukunft überhaupt mit uns als Patientinnen. Super, vielen Dank. Also eine Perspektive, die wirklich sehr alltagsrelevant ist, weil viele von uns, jeder mal den Weg zum Arzt oder zur Ärztin suchen. Wir freuen uns also sehr auf den Beitrag gleich. Vielen Dank, Anne. Dankeschön. Und es gibt noch einen weiteren Gast oder Gästinnen aus dem Kreis der Orca-Netzwerkstellen. Orca-Netzwerkstellen sind Menschen, die an einer der 37 öffentlich-rechtlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Orca-NRW, unterstützen. Leider nur noch bis Ende dieses Jahres, haben sehr tolle Arbeit geleistet, Orca in der Aufbauphase tatkräftig unterstützt. Und heute freuen wir uns, Sie waren auch letztes Jahr schon dabei, aber heute freuen wir uns auch wieder einen besonderen Beitrag dafür von den Netzwerkstellen zu hören, und die sind auch schon da, ich sehe sie schon sitzen, und ich darf jetzt stellvertretend die Magda Spaude bitten, hier auf die Bühne zu kommen. Nimm gerne diesen und übrigens, wenn ihr jetzt Musik hört, das hat ein Grund. Also ist nicht jemand auf den falschen Knopf gedrückt und sollte eigentlich die Pausenmusik eingespielt werden, sondern das ist ein Track, Funky Groove. Ich weiß nicht, ob man es rausgehört hat, wie funky das ist, aber warum sage ich das? Weil das einer der sogenannten OER-Tracks ist, also Musik, die unter freien Lizenz steht, die benutzt werden kann für die Untermalung von Vorträgen. Und das ist auch zurückzuführen auf eine weitere Kollegin aus dem Netzwerk, nämlich Sina Nietzsche, die wir jetzt hier auch gerne nochmal ansprechen wollen. Aber jetzt zu dir, Magda. Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, sehr gerne. Und ihr habt ja heute einen Beitrag, der heißt eine kleine OER-Märchenreise, wenn ich mich nicht verlesen habe. Kannst du uns da nochmal verraten, um was es da geht? Ja, genau. Also meine beiden Kolleginnen Anna und Nicole und ich, wir werden mit Ihnen allen hier vor Ort, aber auch mit den Menschen, die online zugeschaltet sind, auf eine kleine Märchenreise zum Thema Open Educational Resources gehen. Das Märchen heißt Störntaler, also OERntaler, ja, zum Wortspiel. Und damit das Ganze nicht irgendwie langweilig ist oder so, wird uns dabei eine KI unterstützen. Also Sie alle dürfen dann eine textgenerative KI Ihrer Wahl dann einsetzen. Es ist alles vorbereitet. Sie werden dann um 10.20 Uhr nur nachher ja, Ihre Rechenknechte irgendwie hervorholen müssen. Wir werden uns auch sehr freuen, wenn Sie alle mitmachen. Das Ganze ist ein Playtrack des University Future Festivals. Das ist ein, glaube ich, neues Format, ne? Wo es ein bisschen spielerischer an die Themen halt herangeht, dass wir auf spielerische Art und Weise uns mit dem Thema Open Educational Resources beschäftigen. Super. Ich glaube, ich habe auch noch nie so viel oder noch gar nicht gehört, Märchen im Zusammenhang mit KI. Also allein das ist schon einzigartig, glaube ich. Die KI, die kriegt das echt super hin. Wir haben das im Vorfeld getestet, ja. Was macht ChatGPT und Co., was machen die, wenn man sagt, hier, bringt mal ein Grimm-Märchen mit dem Thema OER in Verbindung. Ich kann Ihnen echt versprechen, das ist äußerst humorig. Das ist ein toller Anreiz, wir freuen uns. Aber bevor ich dich wieder entlasse, auch an dich die Frage, du bist ja wie der Marco auch nicht zum ersten Mal auf einem University Future Festival. Was macht es aus deiner Sicht so besonders? Was ich toll finde, hat man jetzt vielleicht schon so ein bisschen im Anklang gehört, ich finde die Formatvielfalt sehr schön. Also, dass man Impulsvorträge hat,
Trainings, Diskussionen und so weiter und so fort. Ich fand auch, wie gesagt, dieses Jahr den Playtrack sehr interessant. Deshalb haben wir uns eben mit den Kolleginnen gedacht, okay, wir bieten da was im Playtrack an. Also einfach die Formatvielfalt, aus der man sich dann eben tatsächlich alles aussuchen kann, um auf unterschiedlichem Wege an neue Ideen, Impulse zu kommen. Super, da freuen wir uns sehr drauf. Also auch hier nochmal ein Appell, sich umzuschauen, zufällige Bekanntschaften, Begegnungen digital oder auch gerne hier vor Ort zu knüpfen. Vielen Dank, Magda, und bis später. Dankeschön, sehr gerne. So, liebe Damen und Herren hier vor Ort und an den zugeschalteten Endgeräten, Sie sehen, also es wartet Sie und euch hier ein sehr spannendes Programm. Bevor es nun gleich offiziell mit dem Projekt DIM Ruhr losgeht, haben wir alle nochmal die Chance, einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser uns zu besorgen. Hier drüben, für die zu Hause, geht an den eigenen Kühlschrank. Also wir sehen uns gleich um 9.35 Uhr wieder hier in der alten Lohnhalle. Bis gleich.